Ihr habt euch sicherlich schon immer mal gefragt, wer ist eigentlich Heinrich Büssing? Überall taucht der Name auf, aber wer war dieser Mann? Heinrich Büssing war ein bekannter Erfinder, über 250 Erfindungen hat er auf seinen Namen angemeldet und obwohl er sehr erfolgreich im Omnibus- und Lkw-Bau war, war seine erste Erfindung eine andere, nämlich diese hier. 1869 baute Heinrich Büssing in seiner Fabrik dieses Fahrrad in Serie. Das Besondere an dieser Konstruktion ist, die Pedale liegen am Vorderrad. Hey, wo ist dein Helm? Oh, ihr habt natürlich recht, Sicherheit geht vor. Könnt ihr mir mal einen zuwerfen? Danke. Ich setze den jetzt mal auf. Okay, dann probieren wir das mal aus. Das ist gar nicht so leicht, wie man das heutzutage kennt. Ja, fährt sich genial, aber eigentlich nur wirklich geradeaus. Es lässt sich sehr schwer lenken während der Fahrt. Und ich glaube, Fahrräder heute sind dann doch etwas bequemer. Tatsächlich war die Produktion der Fahrräder nicht so ganz erfolgreich und schon ein Jahr nach Gründung der Firma musste er sein Gewerbe wieder abmelden. Nachdem das mit dem Fahrradbau nicht so erfolgreich war, wandte sich Büssing anderen Ideen zu. Er war sehr erfolgreich im Schienenverkehr mit großen Erfindungen und dann wandte er sich dem Transport von Menschen und Gütern im Straßenverkehr zu. 1903 baute er seinen ersten Lastkraftwagen und kurz darauf bereits seinen ersten Omnibus, der immerhin schon 12 Personen befördern konnte. In meinen Bus passen aber mehr Leute rein. Das stimmt, aber für damals war das ein beachtlicher Erfolg. Heinrich Büssing verkaufte seine Lkw in ganz Deutschland, in Europa und bald in der ganzen Welt. Ende der 1960er Jahre wurde der Erfolg weniger und so kam es dazu, dass das Unternehmen von MAN übernommen wurde. Und jetzt zuletzt habe ich noch eine Aufgabe für euch. Wenn ihr das nächste Mal einen MAN-Lkw seht, dann achtet mal ganz genau darauf, ob an diesem Lkw etwas zu erkennen ist, was an Heinrich Büssing erinnert oder auf Braunschweig hinweist. Ich mache mich jetzt mal auf die Suche und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.